Bramfeld Story. Was, auch 8, 9 Minuten, Bro. Die wollen, dass ich 9 Minuten meines Lebens jetzt. Okay, das, aber okay. Shirin David finde ich halt ein geiles Produkt irgendwie. Und das ist so low quality. Guck mal, bei. Ja. Mach mal full, Bro. Die sagen, dass ich ein Produkt bin. Wer hat das Mikrofon? Gesagt, Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Hab ich nicht gesagt. Nein. Wer hat das gesagt hier? Wer sagt, dass Shirin David ein Mikrofon in der Hand hat? Doch ich bin eine Künstlerin, die Optik ist ein Blickfang. Die sehen mich im Spotlight. Aber sie macht das Licht an, denn ihr habt viel geredet, aber fuck it, jetzt bin ich dran. Mama kommt aus Litauen, Papa ist Iraner. Hab in einem anderen Song schon mal erzählt, dass er nie da war. 95er Jahrgang, Kennzeichen ist Haha. Die übersehen das Drama, der Weg bis hier war ein harter. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Shirin David, die ohne Privilegien in kleinsten Verhältnissen aufwuchs? Wir haben sie begleitet. Shirin David? Kannte als Kind nur Klassik, Puccini und Vivaldi. Die anderen Kinder schauten Cartoon Snoopy oder Heidi. Hat jeden Nachmittag Musikunterricht über Stunden. Und trotz ihres Diploms ging meine Mama heimlich putzen. War ein broke as fuck, sie wollte das Beste für ihre Kinder. Was ich nicht hat, schnitt ich aus der Burg und hing es in mein Zimmer. Mama ließ mich träumen, ebnete mir jeden Weg. Denn obwohl wir wenig hatten, hat uns nie etwas gefehlt. Wohnzimmer voll mit Notenbüchern und Klassik-CDs. Plötzlich war ich in der Pubertät. Hausaufgaben lass mal, fand Jungs interessanter. Ich finde, dieser eine Move, diesen Wegwerf-Move, der ist so Luciano. Ich sehe so Luciano dort. Mit Notenbüchern und Klassik-CDs. Plötzlich war ich in der Pubertät. Hausaufgaben lass mal, ja, interessanter. Wechselte 6-mal von der einen Schule zur anderen. 16 Jahre alt und verlieb mich in schöne Outfits. Zieh mich im Haus wohl, damit Mama bloß nicht ausflippt. Arbeite bei Kicks, erster Vierer, Jordan Pink. Höre Kitty Cat und Rap, bist Typ für mich aus, wenn ich mit dir. Yeah. 2014 traf ich Simon Desio und der fragt mich, spielst du mit dem Video? Was denkst du? Erster eigener Channel auf YouTube, ich war brand new. Aus Boxy wurde Shirin. Popstars wie auf Viva. Schaue auf mein Handy, krieg ne Nachricht von Sabrina. Sie sagt mir, dass ich 1,5 mit nur einem Post verdient hab. Rufe Mama an und sie ruft laut Jesu Maria. Hat die sagt, started from the Digga, was ein Hall, Bro. Ein nicer Hall. Dieser weirde Kallenhall irgendwie. Nur einen Post verdient hab. Rufe Mama an und sie ruft laut Jesu Maria. Hat die sagt, started from the wieder, stopp, frech. Mamas größter Wunsch war ihre Tochter, geht zur Uni. Doch ich geh meinen Weg und mache jetzt all dieses Money. Mama hat den Kopf noch immer voll mit all den Sorgen. Doch bald feiern wir Masterabschluss in London vom Party. Sing Killing Me Soft, die Stelle ist so meine Teaser. Denn ich gab schon Konzerte, als ich klein war in meiner Kita. Werde angefragt für einen Song mit Ado Koyo. Für meinen damaligen Freund war die Zusammenarbeit ein No-No. Auch wenn ihr die Stärke in mir nur als Arroganz seht, lass nie mehr zu, dass ein Mann mir gegenüber seine Hand hebt. Die alten Freundinnen sagen, Shirin, du hast dich verändert. Hab mich schlecht gefühlt, obwohl ich einfach nur ich selbst war. Musste mich entscheiden zwischen mir und zwischen denen. Das war die wahrscheinlich wichtigste Entscheidung in meinem Leben. Das ist, ey, ich finde, das ist so viel Real Talk. Das ist stark, stark. Ja. Auch viel, ich wusste viel dann nicht, dass du zum Beispiel vorher mit den Außenseitern, die jetzt komplett eigentlich gone sind von der Bildfläche gefühlt bei YouTube, das zusammen gemacht hat. Aber ich finde auch den Beat, die ganzen Switches auch extrem stark. Mhm. Das ist nice gemacht, das wird auch nicht langweilig. Voll, voll. Es ist 3 Minuten schon rum, normalerweise manchmal so auf 1 Minute 20. Aber es ist halt ein Storytelling, es hat nice Story, es hat eine echte Story. Ja. Es ist halt kein Film-Story, es ist halt wirklich eine sehr persönliche, echte Story. Ja. Mit Bildern und so, es ist halt wie ein Film gerade. Und bei den anderen Filmen ist halt so, mit, ach, den hat man schon gesehen. Ja, stimmt. Weißt du, und das jetzt ganz persönlich. Dann erklärt doch einfach ein bisschen über sie. Ja. Ich habe letztens noch einen Post von Lars Unlimited gelesen, der ja auch unter anderem für sie schreibt. Also ich glaube, es sind mehrere Leute, aber Lars Unlimited auf jeden Fall auch, der auch was drauf hat. Ja. Und bis, ich glaube, lange Zeit, Lars Unlimited kannte man nur so durch diese ganzen, diesen Beef mit Kollega und Farid.
weil Kollege und Falk sich die ganze Zeit über Last Unlimited lustig gemacht haben. Ja, aber auch, weil Shin die Klicks gekauft hat für ihn. Stimmt, und dann diese Story noch. Aber nie so wirklich Last Unlimited als ernstzunehmenden Rapper, irgendwie habe ich nie so wahrgenommen. Ich auch nicht. Und jetzt, aber wenn man halt zum Beispiel da weiß, okay, er schreibt zum Beispiel unter auch für Shin David, so, kann auf, hat auf jeden Fall was drauf. So, weil ja, safe. Mit seiner Stimme kann er halt irgendwie nicht so krass. Ja, anscheinend kann er aber nicht performen. Das ist ja halt auch so ein Ding, wenn es nicht so. Wenn du geil schreiben kannst, aber nicht performen kannst, dann lost irgendwie. Ja. Ja, Bro. Trotzdem finde ich sehr stark. Ja, sehr, sehr stark. Und ich wollte noch sagen, dass ich gar nicht so in diesem YouTube-Film war. Ich habe gar keine Ahnung von diesen Menschen, von denen sie vorher gesprochen hat. So, ich habe gar keine Ahnung, was in diesem YouTube-Game abgegangen ist vorher. Aber Simon Desi war damals. Ach, Simon Desi kann ich tatsächlich noch. Ja. Der war damals so ein richtig großer Name. Jetzt ist er ganz weird. Der macht so Pyramiden-Schemes und so, ist in Dubai. Und okay. Ja, scammt Leute, ist ganz weird. Ja, scammt Leute. Er scammt Leute, gibt ganz viele Videos. Was denn? So Pyramiden-Schemes. Also er verkauft doch irgendwas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was. Bro, weird. Haben wir letztens irgendwann vor ein paar Monaten so eine Doku werden gesehen. Eine Doku über Simon Desio? Also eine YouTube-Doku, keine richtige Doku, ja, okay, so ein YouTube-Video. Und, aber der war damals richtig big. So. Und er und die Außenseiter, so Sascha und Dima, die waren so richtig big. Die anderen kannte ich nicht, die Mädels. Ah, okay, die heißen die Außenseiter. Ja, genau, die heißen so. Lol, ich dachte, das wären irgendwelche Weirdos. Die meint irgendwelche Weirdos halt. Nee, die hießen wirklich die Außenseiter, Sascha und Dima. Bro, crazy. Und, die sind aber alle so mittlerweile, ich weiß gar nicht, wer gerade aktuell in YouTube-Szene groß ist. Sind einfach gone, oder was? Sind alle gone. So, auch so, zur Zeit von so Sammy Slimani, so Herr Tutorial und so, das war so die Ära ungefähr, glaube ich. Holy shit. Jetzt sind die Popstars mäßig. Nee, sind alle irgendwie underground gefühlt. Oder die haben so viel Money gemacht, dass sie keinen Bock mehr haben, ja, was für die Szene. Aber Sammy Slimani auf jeden Fall. Was macht er jetzt? Ich habe nur letztens ein Roomtour-Video für ihn gesehen. Er hat ein nice Apartment gekauft, auf jeden Fall. Ah, ja, der Big Money, Bro. Ja, Big Money gemacht. Okay, ready? Let's go. 2015 im Studio mit kurzer Wasch. Wusste selber noch nicht, welche Musik wirklich zu mir passt. Unterschieden und zu sehr an unserem Geschmack. Und deswegen hat die Zusammenarbeit nicht so gut geklappt. Das ist aus der Szene, cool so danach Faris. Jeder diskutiert, wie echt die Kurven an meinem Arsch sind. Sitz bei DSDS und beurteilt in den Castings. Aber die reden mir rein. Wieso ändert dein Haarschnitt? Scheinbar war ich zu blond für Michelle und H.B. Baxter. Bisschen Beef mit Dieter, nur weil RTL gehetzt hat. Ja, meine Nein. Weird, dass sie bei der SDS war. So, ey, diese Filme kenne ich gar nicht, ja, gerade. What the fuck? Bro, der SDS ist für mich alles schon billig. Schon billig, Bro. Gib ihm weiter. Wurden zu Ja's und meine Ja's wurden zu Nein. 2016 beste Schule, doch die schlimmste Zeit. Wir reden die ganze Zeit von Frauenpower, von Girlpower, von. Warum macht sie Girlpower? Frauenpower, als wäre das ein Witz. Kann sie genau so Girlpower sagen. Ja, warum? Egal, die ist doch behindert, Bro. Women Empowerment und dann kommt mal jemand, der. Women Empowerment? Digga. Der einfach so sein eigenes Ding macht. Aussieht, wie sie einfach aussehen möchte. Und dann haben wir alle nichts Besseres zu tun als sein. Die Frisur ist zu groß, das Make-up zu stark, die Wimpern zu lang, die Schuhe zu hoch, das Kleid zu groß oder keine Ahnung, irgendwas. Raus aus der Jury, sitze nicht mehr zwischen den Stühlen. Ab jetzt will ich nur noch machen, was ich wirklich fühle. Bei Summer Jam hab ich zum ersten Mal vor paar Typen. Ob ich schon perfekt bin, muss noch bisschen üben. Zieh nach Berlin, wo ich ab 2017 lebe. Kam mit paar Klamotten und einem Haufen großer Pläne. Kam wegen Musik und ich jobbe mit der Szene, wusste nichts über die Politik und nichts über die Regeln. Traf einen alten Freund namens Taban in Berlin und er fragt mich, yo Shirin, wie läuft es mit Musik? Ich antworte, die geht so, bis ja alles anstrengt. Und für mein Album habe ich noch kein einziges Lied. Ja, 30 Songs gibt's auf dem Mac, nichts davon perfekt, nichts, das mir gefällt. Jede Woche sitzt von mir ein neuer Produzent, nehme heute etwas auf und schmeiß es morgen wieder weg. Treffe eine Wahl, trenne mich von meinem Fortan ist es Taban, der mit mir meine Geschäfte leckt. Der als erster an meine Vision glaubt und ihr wirklich Interesse schenkt. Endlich war ich wieder in meinem Element. Beim Bambi 2017 zwischen dem Establishment. Er sagt, ich schwöre, dass auch du bald deinen Bambi in den Händen hältst. Dafür mit DM, created by the community. Über eine halbe Million verkauft werde zu Beauty Queen. Also auch da soll sie 10 Millionen Euro allein mit diesem Parfum verdient haben. Umsatz wahrscheinlich. Da, gehen da, da verdienen natürlich viele Menschen mit. Aber was bleibt am Ende bei ihr hängen? Was hat sie jetzt auf dem Konto? Vor meiner Haustür plötzlich das Finanzamt. Die dachten wohl, ich hätte Millionen versteckt im Wandschrank. Finanziell alles nice, aber war nicht zufrieden, denn ich wollte endlich mit der Musik beginnen. 2018 alles ein Kampf wie Martial Arts. Fahren nach Bietigheim, treffe Shindy, Ozzy und Lars. Saßen undercover in den Restaurants. Ja,
Was? Wie viele Switches hat denn ein Beat noch? Der ja. Ist ja gottlos. Das ist gottlos, was er geswitcht hat. Zum ersten Mal hat der Anspruch an Musik für mich gepasst. Ganze Nacht im Studio, nehm auf und hab Spaß. Doch nach knapp 2 Wochen gab es dann Besuch von Arafat. Was wäre aus den Aufnahmen geworden, hätte es geklappt. Doch der Vibe war jetzt gefickt und plötzlich kam der erste Cut. Post vom LKA und die Bild berichtet bedrohlich ist. Bin zum ersten Mal involviert in die deutsche Politik. Hatte keinen Bock mehr, macht eure Filme bloß ohne mich. Zeit, die für mich wenig positiv. Ja, yeah. Paar Monate nichts gemacht. Hab ans Handy klingelt grad. Nächste Woche ein Termin im Studio bei Finishers. Hatte niemals aufgegeben, weil ich nie ein Quitter war. Und bin dankbar für jeden Rat, den Polnizer gab. Weiß nicht, wie oft ich im Studio schon an mein Limit kam. Doch die Jungs haben an mich geglaubt und mein erster Hit war da. Setz auf meine Karte, rechts auf das ich warte. Universal bei Trombone in der obersten Etage. Unterschreib den Deal für die erste eigene Platte. Gib ihm Video, zahl 150.000 aus meiner Tasche. Auf 1 zweite Woche, dann 1 dritte Woche. Millionen Klicks auf YouTube, das Video bricht Rekorde. Öffnet der 150.000 aus der eigenen Tasche, bezahlt crazy. Schön für Female Rap in Deutschland, doch verdiene keinen Orden. Bitte meine einzige Frauen, die mich supporten. Frühling 2019, endlich wieder Sonnenschein. Plötzlich geht ein Song mit meiner Stimme darauf online. So, oh mein Gott, Papi Pop Drop. Muss ich noch was dazu sagen? Ihr habt alles mitverfolgt. Bis auf im Januar aufgenommen, im Februar abgesagt. Dann Mitte März das Video zu Affalterbach. Konnten uns nicht einigen und waren beide abgefuckt. Doch am liebsten hätte ich Musik mit ihm zusammen gemacht. Went from the favorite to the most hated. Während ich die Leute in den Clubs weiter tanzen las. Firmen wollen eine Kampagne mit Shirin. Doch bisher wurde ich nur gefickt von dieser Industrie. Die sagen einem jungen Künstler sei immer du selbst. Aber streichen den Support, wenn ihnen ein Selbstbild nicht gefällt. Kann ich mit jedem diskutieren, doch musste lernen, ich muss mich öffentlich positionieren. Die sagen, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber Schweigen war mein Fehler und Reden brachte Erfolg. Denn meine Belohnung für die ganzen Fights, mein Debütalbum chartete Platz 1. Ja, meine Fresse ist die erfolgreich. Das ist wirklich unglaublich. Und es sind jetzt so Zahlen aufgeploppt, die das Ganze nochmal deutlich machen. Ja, wie erfolgreich die Frau ist. Hier ist sie, Shirin Davis. Dafür gekämpft wie in der UFC. Created by Shirin, der nächste Move war der Douglas-Deal. Ist da, Shoutout an das Bruder-Team. Wie Taban sagte, haben die mir ein Bambi für Kultur verliehen. Adi, das Markengesicht, muss mir nicht jeden Schuh anziehen. Doch laufe Jump'n'Run durch dieses Game wie im Computerspiel. Frauen in meinem Business waren niemals im Vorteil. Doch ich zog an der Industrie einfach vorbei. Hab nicht alles erzählt, nur einen kleinen Teil. Damit ihr versteht, wie sehr sie dich testen, stehst du einmal im Spotlight. Ruhig testen, Mama muss nicht besorgt sein. Denn ihr Wort wird für mich auf ewig das letzte Wort sein. Rate, wessen zweites Album in den Stores ist. Only German Rap Bitch on the Forbes List. Bitches. Stark. Bro, selbsterklärend, oder? Ja. Schreib einfach mal Flo oder Flo. Oder Floy, schreib ich mal. Ja, selbst erklären, Bro. Ja. War ja unglaublich. Kann man nicht mehr zu sagen. Bei uns gibt es dann wieder die ersten Hater, die so sagen, warum sieht man euer Gesicht nicht? Bro, das ist doch der Sinn einer Reaction. Ja. Okay, Bro, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das war heftig. Einfach, warte, lass mal gucken, wie viele an dem Beat geschraubt haben. Judy und Young Mesh. Ja. Co-written by Lars Unlimited. Stark, Bro. Ich habe diese anderen Kopfschmerzen, aber weil ich erkältet bin, nicht wegen der Musik. Ey, Savi, Bro, auf Savi freue ich mich immer, hat's gegeben.